Hey, wen haben wir denn hier? So, kleiner Wachmann, und nun erkläre ich dir, wieso das Sprichwort jemanden um die Ecke bringen so tödlich gemeint ist. Och nö, nicht noch so ein Idiot. Diese dicken Wachmänner sind so granatenvoll, die laufen echt in die Granate, die sie selber geworfen haben. Egal, den Dicken betäub ich mal. So, zack, rein mit dem Pfeil und... Oh nee, was ist das denn? Da bekommt die Bedeutung Sekundenschlaf wirklich eine ganz neue Wendung und führt mal nebenbei auch die Sekundenwachzeit ein. Könnte auch allerdings eine Art von neuer Tanz sein. Stehen, schlafen, stehen, schlafen, stehen, schlafen, stehen, schlafen, tot. Und was brauchen moderne Models, um sich zu präsentieren? Eine ordentliche Kiste natürlich. Ha, hast du so eine fette Kiste, dann wirkst du doch gleich viel dünner davor. Yeah, ich bin das mit Miles und sowas und vollgepackt mit Superpower. Meine neueste Superkraft, die KI der Gegner um 100 IQ-Punkte nach unten rutschen zu lassen. Die sind dann so dumm, dass sie weder die Umwelt noch sich selber wahrnehmen können. Hey, kleiner Möbel. Hallo, jemand zu Hause da drin in deinem Helm? Mann, warte mal. Hab ich eigentlich überhaupt die Kraft von jemandem? Nee, lustig. Er hat ja eine Thor-Steiner-Rüstung. Ja, ist auch ohne meine Kraft eine Möbel. Und hier sehen wir die aggressive Spezies der postapokalyptischen Chimären in ihrem Jagdverhalten. Wie kleine Lemminge folgen sie dem Vordermann in den Tod. Ihr Futterdrang ist derart stark ausgeprägt, dass sie beim Anblick von Nahrung keine Rücksicht auf Verluste nehmen, was gepaart mit einer automatischen Kanone wie eine bizarre, aber doch wundervolle Endlosschleife des Todes ergibt. Ein Synonym für den Lebenszyklus von Respawn, Laufroutine und Headshot. Hierzu fällt mir ein Sprichwort ein: Was hilft das Geld in der Kiste, wenn der Teufel den Schlüssel dazu hat? Mayday, Mayday, wir werden von einem Marine, / Parkourkünstler, / Hacker angegriffen. Wir brauchen unbedingt Hilfe. Wir sind unterwegs. Wer zum Geier hat diesen scheißbraunen LKW hier hingestellt? Ich könnte vorbeifahren, aber dieser scheißbraune LKW, der macht mich wahnsinnig. Wenn ich eins hasse, dann sind das braune LKWs. So, Freunde, der LKW wird euch nicht wieder so schnell belästigen. Ihr solltet Aiden Pierce auseinandernehmen. Der hockt direkt neben euch. Ach so, hat er den LKW eigentlich dahingestellt? Marines. So agil, so sportlich, so tough. So tough, dass sie aus Spaß über brennende Autos springen, nur um sich dabei eine Zigarette anzuzünden. So tough sind nur unsere Jungs. Hey yo, der ist mit Miles hier, ey. Hey, scheiße, Alter, welcher Assi hat denn so bescheuert eingepackt? Alter Mann, das verursacht voll den Stau. Hey, das kann ich doch als guter Held hier nicht geschehen lassen. So, also, läuft doch wieder. Wenn mich nicht alles täuscht, tritt sich dieses Auto um die Achse des Bösen. Das muss doch Kim Jong-un. Komm raus, du Sau. Stell dich dem amerikanischen Imperialismus. Stell dich der Weltpolizei und... Oh. Entschuldigung, Ma'am. Also, das war ein Versehen. Ich dachte, also ich wollte... Ma'am, jetzt werden Sie doch nicht mal hier panisch. Also, Ma'am, jetzt warten Sie doch. Ich meine, hey. Warten Sie doch. Ich meine, hey, Sie haben doch so beschissen eingeparkt. Das war nicht meine Schuld. Ach, jetzt warten Sie doch, Madam. Sie können doch nicht einfach so... ohne Reifen weiterfahren. Wie kann sie das stemmen? Komisch. Komm, Kätzchen, gib Pfötchen, gib Pfötchen. Und jetzt rede ich im Kreis und... Oh, nein, oh! Siegfried, Roy, hilf mir! Mein Name ist Aiden Pierce. / Marine, / Parkourkünstler, / Hacker, / Michael Schumacher. Und ich bin das Geilste und Beste, was die Videospielwelt... Ach, halt die Fresse, Aiden. Hey, aber das könnt ihr doch nicht machen. Ich bin doch euer Aiden... Ja, ich habe einfach im letzten Jahr ein paar Bugs gefunden und habe daraus dieses Bug-Video geschnippelt. Was haltet ihr davon? Hinterlasst bitte einen Kommentar. Mein Name ist Dieter und bis zum nächsten Zocker-TV-Video.